Eine wunderbare Aussicht, nicht wahr? Und willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Tales of Berseria. Wir gehen jetzt da hoch. Und da ist schon ein Stern. Was passiert wohl da oben? Das werden wir wohl jetzt erfahren. No Therian and no barrier. I must have gotten it wrong again. I wouldn't be so sure of that. That dragon could well have broken its barrier. Or it might have been too powerful for the Abbey to subdue. You could be right. After all, dragons make for the strongest demons. The problem is, we don't know if it's a Therian or not. Yeah. Let's stick with the plan and head to Stonebury to gather more information. Am I the only one here who thinks the real problem is how we're supposed to fight a frickin' dragon? Nö. Einfach nur nö. I can't wait to take a good look around. Whoa, now that's what I call a view. I agree that it's beautiful, but don't leap about so much. You'll fall. I can sense many earth pulses under this place. I figured you'd notice that. An intricate web of earth pulses crisscrosses the land under the Aldina Plains. Mountains like these would normally take tens of thousands of years to form, but these popped up in about a millennia. So the earth pulses have affected the land? Exactly. Long ago, people wielded arts that allowed them to manipulate the earth pulses and control the very land itself. How could arts like that exist? Perhaps they pushed against key points on the earth pulses? Like how acupressure can improve a person's blood flow. That's a rather forced comparison, but you may be right. Either way, those arts have been lost for eons. I'm impressed, Aizen. You know a lot about everything. Not at all. There's so much I don't know. For example, the name of these flowers. That's why I travel. To learn. Aldina alabaster grass. That's the name of this flower? Yes. A long time ago. My brother showed me a picture of it in one of his books. They're fragile flowers. They die quickly on their own. But if enough of them gather together, they can survive. Fields of them form beautiful white carpets of flowers. In some cultures, they symbolize kinship. The bonds between people. Kinship? Huh. I'll remember that. You and your brother taught me something new today. I'll never forget either. So, Kontrolle ist da. Und ich will da runterspringen. Aber ich soll sie was einlassen, weil sonst werde ich doch sterben. Und ja. Das wäre nicht so geil. Jetzt muss ich erstmal versuchen, wieder hier runterzukommen. Von diesem Berg. Speichern. Aber jetzt können wir jetzt die Fahrt passieren. Das ist schon was Geiles. Wir können jetzt die Wege lang. Jetzt mal gucken, welchen Weg wir nehmen. Hallo. Ich will sie wegkreuz. Ich will den auch töten. Und? Und Zerstörung. Komm. Und Zerstörung. Sorry to catch you down. Schon okay. Dann mal los. Sprinten wir durch. Ich wünsche, wir können schneller laufen. Los, Velvet, lauf schneller. Ich langweil mich. Wenn wir gerade Linie laufen, müssen wir eigentlich durchkommen. So, ein bisschen Stick nach links neigen. Ja, so kommen wir doch perfekt durch.
So. Okay, es war sehr schnell durch die Kameradrehung. An den riesigen Weifern vorbei. Und da will ich lang. Es sind zwei Wege, die da oben führen. Und sie führen auch an zwei Wege hin. Nach links und nach rechts. Doch wohin würden sie uns führen? Das werden wir erfahren, wenn wir dahin gehen. Mich interessiert's jetzt schon. Die Viecher nerven. Die nerven jetzt mal richtig tierisch. Ja. Egal, wo die Truhen sind, ist mir das erstmal kurz egal. Ich will erstmal dahinter. Vielleicht sehen wir sie ja noch. Oder nicht, wir können da hoch. Wo das wohl uns hinbringt, wenn wir hier lang gehen. Ich bin jetzt mal echt gespannt. Wir gehen jetzt um den Ziel, wir gehen einfach irgendwo hin. Dabei war es. Level verhagenes Mysterium. Hey. Wenn wir jetzt schon hier aktiv sind, dann wäre der Wald schon mal erkundet. Ah, okay. Oh Gott! Lasst mich doch in Ruhe! Okay. Wir versuchen es. Ah, vorher gucken wir da in der anderen Ecke mal nach. Da finden wir ja was. Genannt Ruhe. Jetzt können wir es versuchen, mal da durchzugehen. Och, ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ey. Die haben alle Bock zu sterben, wieder mal hier. Warum geht es sonst auf mich los hier? Ich habe dir ja nichts getan. Ist ja nicht so, dass ich die zertreten hätte oder so. Hat man ja nicht gesehen. Wow. Attacke. Oh, Zerstörung. Yeah. Komm. Yeah. Die totale Zerstörung hier. Oh. Die Zerstörung hier, die ist ja echt schon abnormal. Was hat der für ein Level? Level 39, alles klar. Das heißt, wir müssen echt viel trainieren, um stärker zu werden. Und jetzt können wir jetzt hier bald selbst töten. Und Attacke. Den haben wir besiegt. Auf jeden Fall. Wir waren jetzt ja auch immer in einem Gebiet, was eigentlich gar nicht für uns bestimmt ist. Wir sind Level 36, das sind neue 30er. Die machen uns platt. Wir gehen durch. So. Gibt's hier was? Was
dass es hier vielleicht noch gibt. Wir brauchen eine blaue Frucht. Aber wir wollen ja nicht trainieren. So. Ja. Ich verstehe, es ist so ein Wechselrätsel. Das heißt, wir können einen ganz bestimmten Dampf standhalten. Je nachdem, was wir gegessen haben. Sein ist jetzt interessant, anders als geil. Oh. Der Gegner hat mich erschrocken. Nicht wirklich. Dahinter? Die Truhe haben wir schon mal. Das ist echt ein verworrenes Gebiet. Was gibt's hier? Den Weg gehen wir mal lang. Ich bin viel zu neugierig. Merkt ihr das? Eigentlich sollten wir mit der Story weitermachen, aber nö. Nö, Chaos hat ganz andere Gedanken. Er will lieber das erstmal klären. Dass das Gebiet mal für uns sichert wurde, so. Das ist eine rote Frucht, aber was bringt die uns? Darüber will ich. Das Problem ist, wir haben nicht die notwendige Fähigkeit. Ist auch viel roter Dampf im Spiel. Oh ja, alle werden sterben. Geht alle einfach weg. Ja. Kommt her. Ja. Okay, trocken wir uns halt in den hin. Muss Schäfer seine Strategie wieder ändern? So, selbst entscheiden. So. Das wär's. Ja. Jetzt haben wir den Pilzer und Trunk. Was bringt die gelbe Frucht? Da kommen wir nicht durch. Ist echt mies, wir können da nicht durch. Und die Katze brauchen wir. Verdammt. Holen wir uns mal flott. Den roten Darm, die rote Frucht. Sonst kommen wir nicht weiter und dann müssen wir wahrscheinlich die gelbe essen. So. Ist echt ein komischer Wald. Muss man mal dazu sagen. Ich denke mal, ihr habt auch denselben Gedanken wie ich hier. So, wieder ein paar Katzen für uns gewonnen. Die drei nehmen auch mit.
Dann können wir uns jetzt eigentlich die da holen. Die zwei, die uns noch fehlen. Oder paar. Schatz, ist das mit dem Code Rot, den wir noch nicht töten können. Nur weil wir nicht die notwendige Fähigkeit haben, um dahin zu kommen. Alles klar! 375! Die haben leider an der Klatsche. Die haben doch einer der Klatsche. Ich habe noch keine 375 Stück ein. Wir werden die gelbe Frucht vorher fressen sollen. Merke ich gerade so. Mann, ich vergesse echt alles wieder. Mann. Hier haben wir auch noch was. Hilft uns auch wenig. Wir brauchen hier noch 110 Stück für die nächste, für diese Katztruhe. So. Komm her. Jetzt habe ich dich. Und ja. Yeah. Ah, Zerstörung. Komm. Ja, er ist vorbei. Zum Glück. So. Sind das mal weg. Wir können was kochen. Können wir nicht machen, aber das können wir machen. Fast Stufe 3. Hoffen wir erstmal, dass wir überhaupt noch was erreichen in diesem Part. Wir haben dann natürlich noch die andere Seite offen, die wir auch noch erkunden müssen. Von diesem großen Feld. Genauso haben wir echt viel zu erkunden noch. Aber hey, vielleicht müssen wir noch mal dahin. Wenn wir jetzt einen Teleport hätten, das wäre schon mal das Geilste, weil dann können wir nämlich einfach mal so, wenn wir hier nochmal müssen, einfach zurück zu Pets werden. War ein guter Gedanke, jetzt können wir jetzt hier weitergehen. Yep, ist gut. Das mit. Mann, so viele Überraschungen, das gibt's doch nicht. Sind wir bei meinem Ziel? Ich will langsam hier raus. Komm her! Yeah! Komm her. Komm her. Und Attacke. Das war's. Level up für Eleanor. Perfekt. Wir werden alle stärker. Komm her! Schau ab! Danke, Luffy! So können wir jetzt entkommen erstmal und weitergehen. Dafür brauchen wir eine rote. Nehmen wir mit. So, Essen. Überlegen, wie kommen wir eigentlich wieder zurück? Wir brauchen wieder eine gelbe Frucht. Am Ende.
Aber ich denke mal, das Spiel hat schon daran gedacht, uns wieder zurückzuschicken, wenn wir wollen. Aber bis es soweit ist, sollen wir einfach weitermachen. Wie bisher. Links ist die blaue, ist rechts die gelbe? Nö. Ist gar keine. Nehmen wir eben die blaue und können jetzt unseren Weg fortsetzen. Jetzt können wir durch das blaue Gas. Perfekt. Langsam sollten wir mal durch sein mit dem Wald. Wenn ich was so anmerken darf. Blaue Frucht. Jetzt wäre es mal nichts. Wir wollen weiter. Durch den Wald. Das scheint das Ende zu sein. Kommt her, wenn ihr unbedingt sterben wollt, aber ich habe eigentlich keinen Bock, gegen euch zu kämpfen. Okay, jetzt muss ich... Wenn jemand schon Mystic Art einsetzt, dann dürfen wir, müssen wir aufs Ganze gehen jetzt. So. Yeah! Das war's. Hier kommen wir nicht drüber. Mist. Ich wundere mal, dass wir jetzt die Fähigkeit bekommen, aber... Naja, irgendwie auch nicht. Wo geht's lang? Da? Jetzt runter. Hier gibt es wieder ein Kraut und eine rote Frucht. Jetzt müssen wir noch zusehen, dass wir wieder weiterkommen und irgendwie auch zurück. Da können wir lang. Nö. Habe ich gehört. Wo geht's jetzt weiter? Jetzt können wir da rein. Noch mehr Seelen. Okay. Wir haben fast 75 zusammen. Um die eine Katztruhe zu aktivieren. Müssen nur gucken, wo die war. Nur noch 4. Okay, die Katztruhe ist aktiviert. Halt. Ich will mal gucken. Die ist da in der Rotkammer. Gut, weißt du jetzt auch. Ab hier kommt eine blaue. Warum blau kommt? Keine Ahnung. Ab hier brauchen wir gelb. Müssen wir jetzt rätseln. Wo kriegen wir zum Teufel eine gelbe Frucht her? Das ist blau, das heißt, wir müssen hier durch. Das ist irgendwo in diesem Bereich was. Müssen wir rätseln, wo kriegen wir unser Gelb her? Es ist hier irgendwo.
Ich glaube, ich sehe es gelb, da hinten. Das ist doch nicht dein Ernst. Wir können ja jetzt gar nicht dahin. Wir können gar nicht bis zum Ende. Da uns die Fähigkeit noch fehlt. Wie beschissen ist das denn? Erstmal, wie beschissen ist die Scheiße? Wir müssen jetzt alles zurücklaufen. Alles klar. Du bist auch Spiel. Mal ganz im Ernst. Schöner Troll. Wir brauchen nicht mal diese Fähigkeit. Wir gehen da lang. Das wäre jetzt eine gelbe Frucht. Damit können wir jetzt erstmal wenigstens zurück. So, gegessen. Wir können jetzt da durch. Und da lang. Zurück zur Katztruhe, dass wir die wenigstens noch freigeschalten haben. Dass die wenigstens erstmal weg. Nicht, dass wir deswegen nochmal hierher rennen müssen, nur weil wir die Katztruhe vergessen haben. So viel Arbeit will ich mir jetzt nicht mehr machen. Klar, wir müssen aber hierher zurück, weil wir noch den Code Rot-Dämon töten müssen, aber... Aber hey, wer ist wenigstens abgehakt? Na dann. Hier hoch. Und zurück. Weil ich habe schon überlegt, brauche ich ein paar Bänder, also das steht auch schon fest. Das wird doch bestimmt dauern. Wir müssen ein bisschen erstmal wieder latschen. Dann wünsche ich mir schon mal viel Spaß. Da ist die Truhe. Danke. Jetzt haben wir wenigstens die nächste Katze befreit. Und können jetzt einfach gemütlich Richtung Steinbergen gehen. Ich weiß, richtig langweiliges. Ich laufe durch die Gegend und versuche irgendwie was zu erreichen. Ich gebe es zu, aber wir erkunden auch so einiges. Ist eigentlich die Hauptsache, nicht wahr? So, nehmen wir auch mit. Jetzt müssen wir gucken. Hier drüben ist nämlich eine blaue Frucht. Die brauchen wir jetzt, glaube ich, soweit ich weiß. Sonst können wir die weiter. Wir wollen ja auch irgendwie zurückkehren. So, jetzt dürften wir zurückkehren können. Zum Anfang. Dem Anfang von Ende. Vom Ende. Aber es ist ehrlich gesagt ein richtig cooler Wald. Auch wenn es... Ja... Ich glaube, wie euch wirkt, der Wald ist episch. Hier komme ich gar nicht lang. Was laufe ich gerade für einen dummen Weg? Ja, der Weg ist dumm. Der hat keine Intelligenz. Haben wir gerade festgestellt. Ich meine, Wege haben auch irgendwo eine Intelligenz, aber die haben sie anscheinend nicht. Nach meiner Aussage. So. Jetzt können wir zurückkehren. Raus aus diesem verdammten Wald. Ich will hier einfach nur raus. Und da ist der Ausgang. Und raus. Wir haben es rausgeschafft. Ein Traum wird wahr. Da ist noch rechts noch was. So. 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 Wir gehen weiter. Hep. Hep. Ja, wir müssen wieder Seelen sammeln, da unsere Seelenanzeige wieder auf Null ist.
Vor allem 375, alles klar gewesen. Das war voll alles klar. Also haben wir richtig gelevelt. Ich könnte noch mehr leveln, wenn ich wollte. Ich könnte Ultimate werden. Aber ich lasse es mal lieber. Müssen wir jetzt? Falsch abgebogen. Darf ich mal einen Rückwärtsgang einlegen und zurückgehen? Wir müssen ja da unten lang. Wie konnte ich das nur verpassen? Ehrlich mal, wie konnte ich das nur verpassen, dass wir hier runtergehen müssen? Und jetzt kommt bestimmt ein Speicherpunkt da vorne. Ich würde es feiern. Hier ist jetzt mal kein Speicherpunkt. Da ist einer. Da ist ein großer Speicherpunkt. Ja. Den will ich jetzt benutzen. Ich überlege mir schon mal für nächstes Mal, ob wir reingehen oder noch das Ding da unten noch erkunden. Mal schauen, was meine Entscheidung sein wird. Auf jeden Fall Kommentar und Wertung nicht vergessen. Bis zum nächsten Part. Bis dahin und Emerald Control.